Hallo zusammen, hier ist wieder Trucker und ich spiele heute den Euro Truck Simulator und beantworte dabei die Frage, und wie ist es? Euro Truck Simulator ist eine Euro Truck Fahrsimulation, wie der Name schon unschwer sagt. Wir dürfen also dicke Brummis fahren. Und wurde von SCS Software entwickelt und kam am 6. August 2008 auf den Markt. Und ja, das Spiel hat jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und es gibt auch schon Nachfolger, aber bevor ich den Nachfolger angehe, dachte ich, ich mach mal den Vorgänger sozusagen oder das Spiel, mit dem es angefangen hat. Und das Besondere an dem Spiel ist, dass ihr wirklich auf allen möglichen Kram achten müsst, also nicht auf allen möglichen Kram, aber ihr habt zum Beispiel Tasten für Blinker links, Blinker rechts, Warnblinkanlage, Scheinwerfer, Hupe und so weiter und so fort, sogar Scheibenwischer. Und da könnt ihr euch dann austoben. Und ja, es ist zwar ein Simulator, aber es ist nicht so hardcore-realitätslastig, dass es keinen Spaß mehr macht. Die Grafikoptionen sind so ein bisschen rudimentär, wie man sehen kann. So Texturenqualität hoch, mittel und niedrig oder Reflexionseffekte niedrig und hoch. Ein bisschen Anti-Aliasing geht rauf bis 16-fach und im Grunde war es das schon. Dann die obligatorischen Audio-Einstellungen und so ein paar Spieleinstellungen, dass ihr Sprache einstellen könnt, wie das Getriebe funktionieren soll und so weiter und so fort. Aber bevor ich da jetzt stundenlang drauf verwende, springen wir doch mal ins Spiel. Und dann werdet ihr gleich etwas feststellen, dass nämlich auf einmal wieder Totenstille herrscht. Weil wir haben kein Radio. Also selbst wenn der LKW läuft und R ist eigentlich das Abspielgerät, wir haben kein eingebautes Radio, also wir können jetzt quasi durch die Stille fahren und nichts machen. Oder aber, was wir machen könnten, was ich jetzt natürlich nicht aktiviert habe, ist, wir könnten eine eigene Playlist erstellen und dann mit unserer eigenen Musik fahren, wenn wir das wollten. So, und hier haben wir jetzt gerade eine rote Ampel gesehen, über die durfte ich jetzt rüberfahren? Warum darf ich über rote Ampel rüberfahren? Oder ist die gerade umgesprungen? Also eigentlich darf ich es nicht, dann bekomme ich immer Mecker. Aber es kann sein, weil ich gerade keinen Anhänger dran habe, dass sie da so ein bisschen beide Augen zudrücken, weil ich fahre jetzt auch gerade mit 80 durch die Stadt. Das ist jetzt auch nicht so normal. Oder sollte man nicht mit so einem dicken Brummi machen. Ja, im Grunde können wir quasi rumfahren, wie wir lustig sind, wenn wir gerade keinen Transportauftrag haben. Und eine der Wichtigkeit ist, wir dürfen halt die ganze Welt erkunden, wenn wir das wollten. Solange wir keinen Transportauftrag haben. Wenn wir einen Transportauftrag hätten, dann müssen wir halt natürlich die Fracht von A nach B bringen. Und ihr seht, die Städte bzw. die Welt ist ein bisschen minimalistisch. So bestehen die Niederlande nur aus Amsterdam. Und Deutschland besteht offensichtlich nur aus Berlin, Frankfurt und München. Und Polen und Tschechien bestehen halt nur aus Prag und Warschau und Österreich nur aus Wien und so weiter. Also es fehlen halt so einige Städte, wo ihr dann rumfahren könntet. Aber es ist ja so ein kleiner Anfang. Auf jeden Fall sind die Straßen durchaus gut modelliert und wir nehmen auch gleich einen Arbeitsauftrag an, dass wir mal irgendwie von Amsterdam nach Berlin irgendwas wegschippern können. Und Sinn und Zweck des Ganzen ist es, zu expandieren, dass wir hier überall rumfahren können. Ich habe in Deutschland angefangen und wenn wir in ein anderes Land exportieren wollten, dann müssen wir uns erst eine Lizenz kaufen und die ist je nach Land ist die unterschiedlich teuer. Zum Beispiel Belgien kostet 20.000, Polen kostet 27.000, Tschechien kostet 30.000, Österreich 32.000, nach Italien darf ich noch nicht, weil ich natürlich keine Verbindung habe, weil ich kann ja schlecht nach Italien fahren, wenn ich nicht durch die Schweiz oder Österreich oder Frankreich kann. Genauso wie England oder Portugal, Spanien etc. Und das ist auch die komplette Welt, also mehr gibt's da dann nicht. Wenn ihr das alles freigeschaltet habt, dann war's das. Also wir können hier jetzt nicht in den Südosten fahren oder hier oben, also nach Russland und Co. Das geht halt nicht. Das ist einfach nur Europa und da auch nicht so viel. Dann unser Karrieremodus versuchen wir es nochmal.
bezieht sich darauf, was wir halt alles erreichen. Zum Beispiel transportieren sie 3 Frachtgüter, für die sie eine Lizenz der ADR Klasse 3 erforderlich ist. Da habe ich 0 von 3 gemacht, legen sie 11.000 Kilometer und so weiter zurück. Und den Anfängerstatus habe ich schon fertig. Daher habe ich halt zum Beispiel 2 Ladungen unbeschädigt zur gleichen Verladerampe bringen und so weiter und so fort. Aber wenn ihr das dann alles gemacht habt, steigt ihr einfach nur auf und da kommen dann quasi neue Challenges. Da kommt dann nichts nach. Also ihr könnt zwar euren LKW aufrüsten und Statistiken einsehen, aber ihr könnt jetzt nicht ein Handelsimperium aufbauen oder sowas. Was wichtig ist, Moment, achso, es ist Mitternacht gerade, okay, dann kann ich euch den Händler nicht zeigen, weil der gerade zu hat. Was wichtig ist, ist, dass ihr quasi Ruhezeiten einhaltet. Also ihr müsst jetzt nicht alle 2 Ingame-Stunden irgendwo rechts ranfahren und ein kurzes Päuschen machen, aber ihr müsst alle paar Stunden müsst ihr rasten. Oben rechts seht ihr neben meinen Eurozahlen seht ihr so ein blaues Männchen und daneben den Truck. Und das blaue Männchen zeigt an, wie müde ich bin. Und wenn ich halt müde bin, muss ich mir einen Rastplatz suchen, also einen Parkplatz, kann mich da hinstellen und dann kann ich, wenn ich den Motor abgestellt habe, Enter drücken und dann schlafe ich ein paar Stunden und kann dann wieder weiterfahren und dann seht ihr auch, dass das blaue Männchen nicht mehr blau ist, sondern so grau-weiß. Und wenn wir genug Geld angesammelt haben, dann können wir uns auch einen neuen Brummi kaufen. Und das Ganze sieht dann so aus, wenn wir dann zu einem LKW-Händler gehen. Der hat dann hier eine gewisse Auswahl an Fahrzeugen, sobald ich denn steuern darf. Die Händler haben alle dasselbe Sortiment. So könnt ihr halt quasi bei jedem Händler immer die gleichen Autos kaufen. Zumindest hatte ich bis jetzt immer das Gefühl und die haben halt unterschiedliche Preise. Und die können dann natürlich mehr Zuglast tragen und so weiter und so fort. Also es lohnt sich irgendwann da Geld zu investieren und das Ganze dann mal einen Upgrade zu verpassen, dass man sich eben ein besseres Auto kaufen kann. So, mein Brummi seht ihr hier. Man kann halt die unterschiedlichen Ansichten auswählen, so rum. Dass ihr eben die Sicht habt oder die Kontrolle habt, mit denen ihr am besten fahren könnt. So, jetzt besorgen wir uns doch mal einen Frachtauftrag, damit ihr auch seht, wie das Ganze dann funktioniert. Ja, hub mich doch, du! Dann hub ich zurück. Und sobald ihr eine Fracht geladen habt, fängt auch der simulationslastigere Teil an. Da dürft ihr dann nicht mehr über Rot fahren und ähnliches. Es kann auch einfach sein, dass mich niemand gesehen hat und ich deswegen damit quasi von dannen kam. Blinken müsst ihr selber, das macht ihr nicht automatisch, das habe ich ja schon erwähnt. So, ich möchte jetzt bitte irgendwas von Amsterdam nach Berlin bringen. Und dann nehmen wir doch irgendwas, was viel Geld bringt, dann nehmen wir doch Benzin. Und dann nehmen wir den Auftrag an. Und dann spawnt hier quasi der Anhänger, den ich einsammeln muss. Und sobald ich das dann getan habe, dann fängt quasi der Eurotruck-Teil an. Zack. So, jetzt habe ich hier meinen Anhänger dran. Und jetzt fahren wir auf die große, große Straße. Und versuchen dann dementsprechend hier mal von A nach B zu kommen. Und das ist quasi so das Kernstück des Spiels, dass wir hier unsere Fracht eben von A nach B bringen und versuchen, möglichst wenig Schaden dabei zu nehmen. Also wir können natürlich hier jetzt an die Wände dotzen und Schaden nehmen und kleine Autos aus dem Weg schubsen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Das einzige Problem, was ich damit halt habe, ist, dass wenn ihr lange, lange Strecken fahrt, also wie jetzt zum Beispiel Amsterdam-Berlin, ist das Fehlen des Radios schon so ein ernsthaftes Problem, möchte ich mal sagen, weil es dadurch dann schon ein bisschen langwierig wird und auch ein bisschen langweilig. Also das Fahren macht Spaß,
Und es ist wirklich so ein gutes Spiel, was man spielen kann, wenn man einfach mal entspannen will. Und wenn man seine eigene Musikplaylist fertig hat, dann ist das auch nicht das Problem. Aber wenn man das Ganze nicht hat und einfach nur die Standardversion spielt, dann wird das schon ein bisschen zäh. Und das kann jetzt durchaus 20 Minuten dauern, bis ich jetzt am Zielort bin. Also ich werde jetzt mal ein bisschen mit Bleifuß fahren, so gut das halt in einem LKW geht. Aber viel mehr wird dann nicht passieren. Was ich nett finde, ist auf jeden Fall, dass hier die einzelnen Hebel animiert sind, dass wenn ich jetzt zum Beispiel blinke, dass er dann den Hebel auch wirklich nach oben und unten macht, je nachdem in welche Richtung es ist. Oder wenn ich die Handbremse anziehe, das ist so der Hebel rechts neben meinem Lenkrad, wenn ich da jetzt an der Handbremse ziehe, dann wird die auch aktiviert. Und das finde ich alles ganz nett gemacht und es ist auch wirklich, trägt zu der Simulation bei, aber halt das Fehlen des Radios ist halt wirklich so ein Manko. Da hätte man durchaus so einen Standard-Soundtrack mal einbauen können, der dann eben so vor sich hindudelt und einem nicht wehtut, sage ich mal. Ansonsten sind die Cockpits wirklich liebevoll designt. Hier, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter nach rechts gucken könnte, würde man da hinten dann das Bett sehen, wo ich mich dann quasi zur Ruhe bette. Hoppala. Und das ist im Grunde der Kern. Also wie gesagt, die Cockpits sind alle gut designt, der Sound passt. Ich finde es auch nett, dass die wirklich an dieses Klackern vom Blinker gedacht haben. Oder an das Piepen, wenn man rückwärts fährt. Also da haben sie wirklich sehr viel Liebe zum Detail reingesteckt. Und wer halt schon immer mal einen Brummi fahren wollte, der fühlt sich hier halt durchaus heimisch. Praktisch ist auch gerade bei längeren Fahrten über die Autobahn ist der Tempomat, dass man dann einfach sagt, okay, ich möchte meine 80 so gut es geht eben halten. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn es bergauf geht. Und zu den entsprechenden Uhrzeiten sind die Autobahnen halt auch durchaus gut gefüllt. Also es ist jetzt nicht so, dass hier tote Hose wäre. Worauf ihr auch achten müsst, ist euer Sprit. Das heißt, da ich die Tankstelle jetzt verpasst habe, werde ich gleich einmal im guten alten Deutschland tanken, weil wir ja gerade die Grenze passiert haben. Da werde ich dann wohl einmal kurz Sprit tanken müssen. Ich werde auch gleich einmal so ein Auto versuchen von der Straße zu wuppen. Also nicht tatsächlich kaputt zu rammen, sondern einfach nur mal anzufahren, dass ihr dann seht, was dann passiert. Das würde mir dann auch zum Beispiel passieren, wenn ich jetzt mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt werde. Also ich darf 80 fahren und wenn ich jetzt mit knapp 90 geblitzt werde, dann muss ich halt eine Strafe bezahlen. Aber ich sehe hier gerade keinen Blitzer. Von daher wird das jetzt nicht ganz so tragisch sein. Aber vorher gehen wir einmal tanken. Auf sowas alles müssen wir halt eben achten und das auch in unsere Rechnungen mit einkalkulieren, dass wir eben durchaus auch mal unseren Brummi mit Sprit versorgen müssen, dass das Ganze dann auch weiterfährt, weil das ist eben so eine Kleinigkeit, an die man eben denken muss. Motor ausmachen und dann Enter gedrückt halten. Ich finde es schade, dass es hier keine Taste gibt zum Volltanken, sondern dass ich hier jetzt halt wirklich Enter gedrückt halten muss, bis das Ganze dann mal voll ist. Das ist jetzt nicht so tragisch, aber es ist halt schon so ein bisschen, also nicht störend, aber ich finde es halt, fände es nett, wenn es so eine kleine Komfortfunktion einfach gäbe, dass ich sagen kann, okay, einmal voll tanken und dann kann der meinetwegen hochrattern, aber dass ich halt nicht einfach Enter gedrückt halten muss. Wobei das jetzt halt auch nicht so Ewigkeiten dauert. Manchmal ist das Fahrverhalten der KI auch durchaus fürchterlich, wo ich mir dann denke, wo zum Henker habt ihr euren Lappen gemacht? Aber so alles in allem fahren die schon vernünftig. Allerdings fahren die auch wirklich Strich. Also wenn zum Beispiel innerorts 50 ist, fahren die Strich 50. Oder wenn irgendwo 30 ist, fahren die auch tatsächlich Strich 30. Die fahren nicht schneller. Was ich relativ interessant finde, weil ich bin durchaus ab und zu auf Straßen unterwegs und ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand genau Strich 50 gefahren ist, jenseits von der Fahrschule. Also von daher finde ich das immer ganz interessant. Ich hoffe mal, dass ich das kleine Auto da vorne jetzt gleich mal einem kleinen Stupser geben kann, dass ihr mal seht, was passiert, wenn man sich eben nicht
so genau an die Straßenverkehrsordnung hält, beziehungsweise wenn man halt fährt wie ein Rowdy. Ja, das kann man auch mit einem LKW machen. Aber leider hole ich ihn nicht ein. Mein Bulli ist zu langsam. Und da links seht ihr im Rückspiegel, seht ihr auch schon das annahende Elefantenrennen. Das ist hier durchaus ein Feature, sage ich mal, beziehungsweise man gewöhnt sich dran und merkt auch, warum die das machen. Da werde ich jetzt gleich überholt. Der hat einfach eine bessere Zugmaschine als ich und deswegen fährt der halt einen Tucken schneller. Das Einzige, was mir hier bisher noch nicht aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel Unfälle auf der Autobahn passieren. Also, dass hier tatsächlich mal eine Vollsperrung ist oder dass Staus entstehen oder sonstiges. Also, es sei denn, ich provoziere sie selber, indem ich einfach fahre wie ein Henker. Aber so alles in allem wäre das auch ganz nett gewesen, wie zum Beispiel Bauarbeiten oder sonstiges. Da habe ich zum Beispiel gerade ein Auto mit einem Anhänger gerammt. Das hat meinen Truck jetzt nicht wirklich gestört und meinen Geldbeutel auch nicht. Muss ich mal gucken, ob ich gleich einen richtigen Unfall verursachen kann. Ah, so wird das nichts. Ein richtiges Schadensmodell gibt's leider nicht. Das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, dass dann so Verformungen am Bulli, am Bulli, sage ich schon, am LKW halt entstehen oder dass, dass hier eben halt ein Schadensmodell ist, jenseits von der Prozentanzeige. Da, so, jetzt habe ich ein Fahrzeug gerammt. Das wird mir angerechnet auf meine Endfahrt, also wenn ich die Fahrt dann zu Ende habe, dann, also was heißt Endfahrt, also auf mein Endergebnis, wenn ich die Fracht rübergebracht habe. So, Sekunde. Ich kann auch, wenn ich zu beschädigt bin, kann ich auch einen Pannendienst rufen. Das wäre dann, wenn ich eben einfach zu viele Unfälle gebaut habe oder wenn ich mich hier zum Beispiel um die Leitplanke wickel oder sonstiges. Aber da gibt es halt auch nicht wirklich ein Schadensmodell. Das nimmt man dann halt einfach so hin. Also ich kann jetzt nicht hier durch die Leitplanke preschen oder sonstiges. Was ein bisschen schade ist. Gerade wenn es ein Simulationsaspekt ist. So, wie weit haben wir es denn noch? Lasst mich mal kurz gucken. Allzu weit dürften wir es eigentlich nicht mehr haben. Ich guck mal auf das Navi, wie spät das ist. Ja, wir sind schon kurz vor Berlin. Ihr merkt schon, so eine Fahrt, die zieht sich zwar ein bisschen hin, aber wenn man denn vernünftig fährt, ist das durchaus ein Anreiz, einfach mal Fracht von A nach B zu bringen und das möglichst heile und unbeschädigt und nicht so wie ich fahre, dass ich euch einfach mal so ein bisschen was zeigen kann. Aber Moment, jetzt versuche ich hier zum Beispiel, mein Truck hat das überhaupt nichts ausgemacht, es gab keinen Kratzer, es gibt hier nichts. Es klingt zwar so, als hätte ich jetzt massivst Schaden bekommen, aber meinem LKW geht es einfach noch prima als wie am ersten Tag. Und das wär noch so eine nette Nuance gewesen, dass da halt wirklich noch so ein bisschen Schadensmodell mit drin ist. Ihr seht auch neben dem grünen Männchen, sage ich schon, neben dem blauen Männchen oben rechts, dass sich so langsam mein Truck ein bisschen rot verfärbt. Also das ist halt, wenn ich Schaden nehme, dann wird eben mein Truck ein bisschen beschädigt und wenn ich das halt übertreibe, fährt er irgendwann nicht. Es kann auch sein, dass bestimmte Einzelteile davon kaputt gehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Motor schrotte, dann hat sich's eben ausgefahren sozusagen. Dann ist das Problem eben, dass ich den Pannendienst rufen muss. Dann kann ich eventuell nicht mehr meine Fuhre beenden und so weiter und so fort. Auf sowas müsst ihr dann halt auch achten. Das Spiel als solches ist halt ein recht entspannendes Spiel. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie massivst auf Gegnerhorden achten oder sonstiges, sondern ihr müsst einfach nur sinnvoll von A nach B mit der kürzesten Strecke fahren.
und so eben vernünftig euer Geld verdienen, dass ihr dann eben bessere LKWs kaufen könnt und so weiter und so fort und euch dann auch eventuell so Lizenzen kaufen könnt, dass ihr eben gefährlichere Fracht wegbringen könnt, wie ich zum Beispiel mit meinem brennbaren Tank, wo mir auffällt, dass es vielleicht nicht das Sinnvollste gewesen ist, dass ich jetzt versucht habe, Unfälle zu provozieren. Aber ich wollte es halt einfach mal demonstrieren. Was ich auch gut umgesetzt finde, ist, dass ihr wirklich einen relativ eingeschränkten Sichtkreis habt. Also ihr merkt wirklich, dass ihr nicht allzu viel Rundumblick habt aus eurem LKW. Und dass, wenn ihr halt die Spur wechselt, ihr durchaus mal die Seitenspiegel kontrollieren solltet. Und wenn wir zum Beispiel die Karte ausblenden, dann werden beide Spiegel uns in groß angezeigt. Also wenn ihr jetzt nicht unbedingt ein Navi haben wollt, dann könnt ihr eben so die Sicht machen. Dann habt ihr immer den rechten Seitenspiegel und den linken ganz groß dran. Und dann stellen wir fest, dass wir hier gerade unsere Ausfahrt verpasst haben. Aber es wäre ja kein Videospiel, wenn wir nicht Videospiel-ähnliche Sachen machen könnten. Und deswegen fahren wir einfach mal die falsche Abfahrt runter. Schrotten dabei so ein bisschen unseren Anhänger. Da seht ihr auf jeden Fall so ein Schnipsel rot jetzt. Jetzt fahren wir einmal kurz als Geisterfahrer. Und dann fahren wir wieder auf unsere richtige Spur und tun so, als wäre nichts passiert. Jetzt versuche ich noch einmal geblitzt zu werden, beziehungsweise über die rote Ampel da zu fahren, sofern sie denn noch rot bleibt. Nein, bleibt sie natürlich nicht. Und hoffe, dass ich irgendwie mal geblitzt werde, dass ihr seht, dass das auch durchaus Konsequenzen hat. Aber wie im echten Leben, wenn euch keiner erwischt, dann passiert euch halt auch nichts. Aber das heißt halt nicht, dass ihr es unbedingt drauf ankommen lassen sollt. Was ich beim ersten so ein bisschen vermisse, ist, dass ihr jenseits von neuen Trucks irgendwie kein Ziel habt, weswegen ihr das Ganze macht. Ich weiß, dass es beim Euro Truck Simulator 2, hier zum Beispiel bin ich jetzt über eine rote Ampel gefahren, dass es bei Euro Truck Simulator 2 ein bisschen mehr Wirtschaftselemente gibt, aber da kommen wir dann hin, wenn wir den zweiten in Angriff nehmen. Hier ist es bis jetzt halt wirklich so, dass ihr einfach nur eure Frachten von A nach B bringen könnt. So, jetzt müssen wir das Ganze noch versuchen, vernünftig einzuparken. Oder halbwegs vernünftig. Hoppala. Karte. Na, kriege ich dich noch irgendwie halbwegs eingeparkt. Auf sowas müsst ihr dann halt auch achten, dass ihr eure Fracht vernünftig eben einparkt bei der Abholstelle. Da, so, jetzt sagt er, der steht halbwegs richtig. Dann können wir ihn abkoppeln und dann bekommen wir unser Geld. Geldstrafe für bestätigte Fracht sind nochmal 219, ihr Verdienst sind 6000 für die eine Fahrt. Und dann wird mir halt noch hinterher abgezogen, dass ich zwei Autos zermatscht habe und dass ich eine rote Ampel überfahren habe. Das läppert sich dann halt durchaus auch. So, und dadurch, dass ich mein LKW ja noch ein bisschen, ich sag mal, geschrottet habe, deswegen, warte mal, kommt das jetzt? Nee. Das finde ich so ein bisschen schade, dass der Simulationsaspekt sofort aufhört, sobald ihr keine Fracht mehr habt, dass ihr da dann eben über rote Ampeln fahren könnt und fahren könnt wie der letzte Henker und es keinen mehr interessiert, weil es halt nur von der Frachtlieferung abgezogen wird und nicht direkt von eurem Konto. So, und dadurch, dass ich jetzt mein Auto halt so ein bisschen demoliert habe, muss ich damit mal einfach in die Werkstatt. Oh, interessant. Das rechnet er mir an, aber rote Ampel nicht. Okay. Wieder was gelernt. So, jetzt fahren wir auf jeden Fall einmal in die Werkstatt. Zack. Und dann sehen wir hier, Motor ist kaputt, Getriebe ist kaputt, Bremsen sind kaputt, Reifen sind kaputt. Und das, wenn ich das alles reparieren will, läppert sich das halt auch nochmal zu einer netten Summe.
Ich kann aber auch mein LKW so ein bisschen pimpen, indem ich hier zum Beispiel einfach die Motorleistung verbessere und dann fährt der halt ein bisschen schneller. Ich kann auch, wenn ich das möchte, kann ich ihn auch umlackieren. Zum Beispiel kann ich den jetzt in Feuerrot machen. Das kostet mich halt nochmal 300 Öcken. Aber dann ist mein LKW halt feuerrot und wieder repariert. Und hat halt jetzt eine bessere Motorleistung. Das ist aber im Grunde alles, was ihr an eurem LKW pimpen könnt. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Da hätte man mehr machen können. Aber es macht auf jeden Fall Spaß und ist auch für so einen entspannenden Trip von A nach B durchaus empfehlenswert. Das Spiel ist auf Steam erhältlich und kostet 7,99 €. Also für so einen kleinen Betrag kann man da auf jeden Fall nicht allzu viel falsch machen, wenn man denn gerne mal mit dem Brummi unterwegs sein möchte. Das ist Euro Truck Simulator. Mein Name ist Trucker. Vielen Dank fürs Zugucken und wie üblich, Fortsetzung folgt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.